Mein Name ist Michael Schmutzer, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Design Offices. Ja, ich bin seit 30 Jahren Unternehmer und die Idee zu Design Offices ist aus einem Beratungsprojekt entstanden. Ich hatte vorher eine Unternehmensberatung für Immobilienmarketing und 2008, wo der große Immobilienleerstand war, haben wir uns damit beschäftigt, wie wird die Arbeitswelt von morgen aussehen, um Büros zu aktivieren, neu zu beleben. Und aus einem solchen Beratungsprojekt ist dann die Idee entstanden für Design Offices. Heute sieht für mich ein typischer Arbeitstag so aus, dass ich in der Regel um 8 Uhr starte, in eines unserer Objekte fahre, in eine andere Stadt fahre und dort Design Office weiterentwickle mit meinen Kollegen, mit meinen Teams oder auf der Suche bin nach neuen Standorten für Design Offices. Die Arbeit hat sich für mich im letzten Jahr enorm verändert. Wir sind die ersten Jahre sehr langsam gewachsen, weil wir erst unser Produkt richtig entwickeln wollten und unser Unternehmen. Und jetzt, wo der Erfolg für Design Office in einer so überdimensionalen Form eintritt, bin ich fast nur noch unterwegs, um die Expansion voranzutreiben und mit Partnern neue Projekte zu entwickeln. Und das bedeutet, ich bin 4 Tage die Woche auf Reisen und bin eigentlich nur noch einen Tag in einem unserer Office, um meiner klassischen Geschäftsführungstätigkeit nachzukommen. Für mich ist gute Arbeit, wenn unsere Kunden glücklich sind mit unserer Dienstleistung, weil wir zum einen errichten wir zwar tolle Büros und schaffen die Infrastruktur für flexibles Arbeiten, aber im Wesentlichen geht es darum, eine hohe Servicequalität zu haben und das einen hohen Service und Freundlichkeit zu bieten. Und das entscheiden am Schluss unsere Kunden und zum Zweiten unsere Mitarbeiter, denen auch die Arbeit viel Spaß macht. Unsere Arbeitswelt wird sich in Zukunft noch mehr verändern in Richtung Flexibilität in alle Richtungen, nämlich in dahin, wo werde ich arbeiten, wie werde ich arbeiten, wann werde ich arbeiten, was werde ich arbeiten. Und jeder Einzelne von uns muss, glaube ich, sehr selbst bestimmt entscheiden, wie er damit umgehen möchte. New Work ist zum einen ein Thema, das wir für unsere Kunden als Service anbieten, in der Infrastruktur, in den Standorten, in den Arbeitswelten, die wir zur Verfügung stellen. Zum anderen haben wir aber heute über 250 Mitarbeiter und wachsen in diesem Jahr auf über 350, denen wir natürlich auch ein modernes Arbeitsumfeld anbieten müssen und auch da natürlich alle Herausforderungen von New Work uns selbst stellen und deswegen auch unsere Organisation genau in so eine Richtung entwickeln und deswegen nicht an einem Standort eine klassische Verwaltung aufbauen, sondern unsere verschiedenen eigenen Standorte zu nutzen, um die Organisation weiterzuentwickeln.